Wir machen heute ein XXL Star Drop Opening. 1000 Star Drops in einem Video. Wer wird mehr bekommen? Und damit legen wir los. Jeder wird jetzt insgesamt 500 Star Drops öffnen. Man kann legendäre Brawler aber auch Skins ziehen. Hier einmal die Punkteskala eingeblendet. Die alte Punkteskala kennt ihr. Jeder Brawler je nach Seltenheit gibt Punkte, legendäre am meisten. Und auch Skins geben heute 5 extra Punkte jeweils. Also da nochmal eine ganze Menge möglich. Und mit Credits können wir auch Brawler freischalten. Also stimmt. Auf geht's. Wir tippen hier zum ersten Mal. Boah, direkt mythisch. Was geht, Digga? Okay, du ziehst hoffentlich nichts. 3:1. Und? Und? Never. Ja, Digga. Griff direkt. Ich hab so viel letztens geöffnet von den Star-Drops und hab nichts gezogen. Du ziehst direkt Rift? Was? Ich hab jetzt an sich Credits nur. Ja, normal, oh Jonas. Okay, es wird natürlich auch für euch einigermaßen zusammengeschnitten. Episch. Aber der Anfang jetzt hier, Junge, ich fass es nicht. Also wir werden immer bei den krasseren Drops für euch warten natürlich. Ja. Und ich hab episch. Und immer wenn wir das kriegen, werdet ihr es sehen. Komm, bitte. Nein, Powerpunkte. Und, Mann. Ja, aber episch ist selten, ey, dass man das richtig so krass hat. Ich hab Bling bekommen. Nein, ich hab episch. Okay, episch. Okay, ja, wir werden erst ein bisschen aufmachen und das Ding ist super selten mit den ersten 3 Punkten. Also es wird auf jeden Fall schwierig werden. Ach, Digga. Ja, aber ey, übelst Luck direkt am Anfang einfach. Ich hab's auch gedacht, das kann nicht sein. Digga, erstmal nur selten. Also sieht viele Power. Ich hab mütig. Ja! Oh, ja. Stark! Das Ding ist, es gibt halt bei weitem nicht so viele Punkte wie bei dir. Ja, klar. Das ist halt schon mal Nita. Der Nita. Oh! Let's go! Legendär, Digga! Wieso habe ich denn bei mir so viel Pech gehabt letztens? Alter. Okay, willst du kurz. Okay, warte kurz. Ich kann gerne warten. Ich habe episch. Okay, lass einfach so machen. Okay. 3:1. Und. Ja! Frank, der nächste Brawler, Freunde! Let's go! Ich war enttäuscht, nachdem ich so 200 Startups geöffnet habe und nichts bekommen, aber ich. Ja, Jonas, du hast einfach Pech gehabt haben. Hä? Ja, einfach Pech. Wie geil sind denn Startups? Haben die nochmal gebufft? Nein. Die haben nichts geändert an den Accounts, ne? Let's go. Ey, ultra nice, ich bin ehrlich, Mann. Ja, also, ich bin jetzt gerade auch total begeistert. Das sind 2 epische Brawler. Ich habe letztes Mal 200 nur so einen seltenen gehabt. Was? Ja! Jonas, ich glaube, da hast du irgendwas falsch gemacht. Ich bin immer noch. Keine Ahnung. So, okay, das sieht schon sehr gut aus. Die ersten 25. Ich drück auch mal noch. Du musst Schade. Bauerpunkte. Alles für Shelly. Damit haben wir schon mal fast die ersten 100 Star. Wir haben die ersten 50 Star-Drops schon mal. Also das wird auf jeden Fall eine ganze Menge werden. Am Ende wird auch natürlich einiges zusammengeschnitten, wie gesagt. Und ey, wirklich ultra nice, Mann. Schaut sich an, Leute. Super selten jetzt hier. Ich hab mythisch. Oh. Ah, schade. Ey, dieses Gefühl aber, wenn ihr einen wirklich mythischen Drop oder einen legendären Drop habt und am Ende bekommt ihr dann nur so. Ja, so Münzen. Das ja. ist halt unlucky, ne? Das ist halt immer schade, ne? Aber Leute, also man kann auch aus einem legendären Star-Drop wirklich nur 1000 Münzen bekommen. Das ist sau ärgerlich. Das ist wirklich. Aber das macht es ja auch so spannend eigentlich, ne? Man hofft die ganze. Oh, stark. Man hofft so die ganze Zeit auf so einen legendären Star-Drop, aber dann weiß man halt auch nicht, was drin ist, ne? Es ist trotzdem noch luckabhängig und das macht echt Spaß, muss ich sagen. Ja, aber es ist halt schon mal sehr interessant. Auch danke an Supercell, dass wir hier auch so viel öffnen dürfen. Ja, ne? Normal. Um hier auch zu zeigen, was man aus einer ganzen Menge rauskriegt. Was wir heute öffnen, sind die Star-Drops von einem Jahr etwa. Also wenn ihr ein Jahr aktiv spielt. Das ist schon heftig, ja. Let's go, weiter geht's. Tick, lol. Der nächste Brawler ist am Start, Freunde. Das ist verarschen, das kann nicht sein. Das ist ein übel Scam, wirklich, hä? Ich weiß nicht, Jonas, was dein. Oh, Poco. Let's go, Junge. Wie kann es sein, dass ich aus 200 Drops so wenig bekommen habe und du sagst, hä? Ja, ich weiß auch nicht. Also, ich muss aufholen jetzt. Ey, bei mir. Oh, ja. Let's go. Okay, ich warte kurz. Ich versuche was zu kriegen. Let's go, Leute. Legendärer Star-Drop. Mit bisschen Glück habe ich jetzt hier einen legendären Brawler drin. Die haben Lukas' Account geboostet, weil die schon wussten, dass Lukas gerne die Star-Drops öffnet. Ja, ich glaube auch. Ja, okay, komm. Oh. Und. Ha! Ey, Digga, was ist das denn? Ist ah, stimmt. Den gibt es nur in den Star-Drops. Ja, okay. Aber ich muss sagen. Ich hab was. Oh mein Gott, stark. Okay. Ich muss schon mal sagen, Leute, ich persönlich finde diese Pins jetzt nicht so nice. Ich bin ganz ehrlich, ja. Oh, mythisch! Oh. Leute! Du, Digga! Das ist nicht wahr. Das ist der dritte epische. Ich krieg 1000 Münzen. Das ist unfassbar. Das Geile halt bei diesen Drops ist, die sind free to play. Die sind halt wirklich free to play. Und das bedeutet. Ja, das ist richtig geil. Dass es halt auch an sich irgendwie ist, dass man euch so zum 1000 Euro. Oh, mythisch? Ah, nee, dazu animiert 1000 Euro auszugeben, sondern eben eher dazu animiert zu spielen. Das finde ich halt immer so geil an dem System. Ja, das stimmt. Ich muss auch sagen, Leute, im Nachhinein finde ich die deutlich krasser als am Anfang noch. Let's go! Mythisch! Also ohne Witz, ich brauche jetzt eigentlich schon so einen legendären oder so, ansonsten ist das echt ein Problem. Das gibt's doch überhaupt nicht. Ja, ich weiß auch nicht, Jonas. Also. Aber ist ja übel krass, wenn man das Free-to-Play noch zum Broadcast dazu bekommt. Ja, ey. Oh, mythisch! Oh, ah, Münzen. Ich habe auch mythisch. Oh?
Ey, ohne Witz, ich bin langsam richtig sauer, ne? Ey, wir haben, sorry, aber... Ganz ja? kurz, wir haben bisher noch keinen Skin gezogen, Freunde. Stimmt. Also das kommt auch noch. Je mehr Brawler wir haben, desto mehr Chancen haben wir natürlich auch Skins zu ziehen. Komm! Weil es gibt ja für jeden Brawler richtig viele Skins. Komm! Ja, ja. Oh, okay. Legendär. Okay, das ist die Chance. Okay, das ist heftig. Ich bräuchte halt... Oh. Ja, okay, bisschen. Ich bräuchte halt wirklich direkt einfach so einen fetten Legendären jetzt. Ah, okay, okay, ich bin durch. Komm. Oh, der Nita. Da habe ich schon, glaube ich. An die Leute Panda, der Nita. Aber 5 Punkte immer für den Skin, hat ja, gesagt. Genau. Ich wollte gerade sagen, da habe ich mich schon Credits drauf. Ja, okay, schauen wir mal, ob ich noch was ziehe. Ist eigentlich, guck mal, wie ein mythischer Brawler, ne? 5 Punkte. Ja. Und let's go. Ich habe immer noch nichts. Also, ich habe bisher noch nichts so richtig vom Hocker gehauen. Es ist jetzt. Ja. Ich habe den Boxer. Oh, legendär. Okay, dann mach einfach. Ciao. Und. Gönn. Ja! Ja, Digga, let's go! Crow! Das ist nicht wahr. Bruder, let's go! Hä? Alter! Wie krass sind die? Wir haben jetzt doch. Wie viel haben wir denn bisher? Nicht mal 200 nicht oder mal, so? Ey, übelst lucky, Leute. Geisteskrank. Direkt legendärer Brawler. Lasst dafür mal ein Like da, ihr wisst Bescheid, Freunde. Leute, Junge, let's go! Also, no joke, diese Star Drops. Ich dachte ja, sie sind echt mythisch. Das ist so ein Witz, Alter. Ich dachte wirklich, sie sind so schlecht. Ich habe nichts gezogen. Was ist denn. Warum zieht Lukas so viel? Auch ich habe jetzt bisher von euch gezogen. Ich hab nur einen seltenen Skin, oder sowas in der Richtung, glaube ich. Ja, ich weiß nicht, also. Weiß auch nicht, was das Problem hier von Jonas ist, Leute. Lukas hat irgendwie so ein paar Sachen auf seinem Handy drauf. Nein, ich habe auch ganz normal den Supercell Deathpin. Ich hab jetzt. Oh, Barley, okay. Das kann nicht sein, dass du nicht einen Legendären ziehst. Die Frage, die ich mir auch stelle. Mythisch. Auch mythisch. Ja, Münzen. Werden die Chancen beeinflusst? Also kann es sein, dass wenn wir eine Legendären haben, dann sind die Chancen ja früher krass gedroppt. Ist das jetzt auch so oder? Das weiß man halt nicht. Mythisch! Oh. Digga. Was? Ich krieg irgendwelche Powerpunkte. Das kann. Mythisch! Ja. Ah, ein Pin. Wow. Poco-Pin. Digga, mythisch ist ein Poco-Pin. Ich muss so dringend aufholen. Das kann nicht sein. Ja, das kann nicht sein. Ich hab wirklich viel mehr gezogen. Episch. Mann, jetzt. Digga, ich krieg so einen Kackball. Ja, die sind voll groß, ist auch die Animation von den Pins, ne? Ja. Sieht echt cool aus. Ey, ich bin übel, also ich bin ohne Witz, ich bin bisher übel enttäuscht von meinen Star Drops. Das kann nicht sein. Ja, also ey, ich kann mich nicht beschweren, Freunde. Digga, übelst nice, legendärer Brawler auch. Das ist unfassbar schlecht. Ich weiß gar nicht, was die Chance ist von so einem Star Drop, dass da so ein legendärer rauskommt. Aber das Ding ist ja auch, es ist ja nicht so, dass du jetzt davon auf. Geld auf irgendwas hoffen mussten. Ne? Trotzdem interessant zu wissen, wie die Jobchancen sind. Okay, nochmal ein bisschen Credits. Das hat voll lang geladen wieder gerade. Super selten. Leute, also sorry, es kann doch nicht sein. Also okay. Wirklich jetzt. Ja, mal schauen, was noch weitergeht. Okay, Leute, let's go. Also, ich weiß nicht, woran es liegt, aber irgendwie. Oh, mythisch! LOL! Grey aus einem mythischen Stardrop. Let's go, Junge! Alter! Jetzt macht das wirklich keinen Sinn mehr. Wie kann es sein, dass ich es. Oh, legendär! Okay, mach. Ah, 1000. Ich wollte schon sagen, aber ich bin echt, ihr merkt es, ich bin total fassungslos. Das zieht sich auch in diesem Video irgendwie durch bei mir, dass ich nur Kacke ziehe und Lukas rastet so alle 2 Minuten aus. Ja, ja. Digga, du hast einen mythischen, du hast einen legendären, du hast 3 epische und ich hab nicht mal einen. Super. Ich hab was, okay, komm. Oh, ich hab Bling gezogen. Von okay, komm, oh, und? Hä? Nein, das ist kacke. Das tut mir sehr leid, Jonas, wirklich. Also ich kann mich jetzt nicht festlegen, ob ich jetzt sage, die. Komm. Die sind nice oder die Belohnungen sind zu schlecht, weil bei dir sind sie übertrieben krass, bei mir sind sie übertrieben schlecht bisher. Ja. Ich habe nicht mal einen. Das werden wir rausfinden, aber es ist sehr, sehr seltsam. Ja, also, Jonas, du tust mir wirklich sehr leid, aber ich kann mich nicht beschweren. Oh, mythisch! Ja, sag mal. Ah, Pin. Okay, weiter geht's, oder? Mal schauen, was wir noch so ziehen werden. Ich meine, das Interessante ist halt wirklich, man sieht es so im Vergleich, was halt bei dem. Okay, jetzt. Oh, du hast einen legendären Stardrop. Ja, was bei dem einen möglich ist und was beim anderen möglich ist. Stimmt, ja. Das ist halt so ein Jahr, also jeder von uns macht ja so ein halbes Jahr praktisch auf. Mhm. Aber, ja, das ist krass, da wird es wieder Leute geben, die sich echt aufregen werden bestimmt bei sowas. Oh, okay, jetzt mythisch. Komm. Oh, Digga. Junge! Ey Jonas, du tust mir so leid. Als ob du bei jedem Legendären nur 1000 Münzen ziehst. Oh! Colt bei einem epischen Stardrop. Digga, also ist das denn? Das ist doch nicht mehr normal. Hab ich irgendwas Falsches auf meinem Account eingestellt? Was ist das denn? Das gibt's doch überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht, Jonas. Ich kann's dir nicht sagen, also. Ne? Das ist jetzt wirklich nicht mehr normal. Ich zieh gar nichts. Boah, das ist hier auf meiner Seite. Eindeutig. Ich
geht. Einfach mal einen Brawler ziehen. So, du ziehst ja. Keine Ahnung, selbst der seltene Cold wäre für mich schon ein Highlight gerade gewesen, den du einfach mal so nebenbei ziehst. Dann, let's go. Also, entweder ich werde es so richtig. Also, ich habe immer einen Skin schon gezogen, den einen. Ja, stimmt. Aber wenn ich jetzt nicht wirklich so richtig, richtig reinlacke, dann bin ich im Arsch. Dann bin ich wirklich am Arsch. Das Ding ist, ich habe Mythischen. Mythischer Startup und wieder Powerpunkte. Ich habe einen Pin bekommen. Hä? Ich weiß nicht, also entweder habe ich mega Luck oder du hast mega Pech. Ich habe. Was denkt ihr? Aber ganz, also das Ding ist, Lukas hat das zweite Mal jetzt schon in legendären gezogen und hat jetzt auch nicht so viele Starbucks. Oh, Bali, let's go. Digga, ich habe schon gefühlt mehr selten als überhaupt Brawler. Ja, das kann nicht sein. Ich zieh nichts. Mythischer Stardrop, okay. Ich zieh nichts. Das kann nicht sein. Ich hole auch gar nicht auf. Ja, du hast, wieder mythischer Stardrop. Was? Oh mein Gott, ich habe Ausreißer Grey. Oh mein Skin. Gott. 5 Punkte für den Skin, Leute. Digga, einfach einen mythischen Skin, also nee, der ist nicht mythisch, der Skin, aber für einen mythischen Brawler. Das ist natürlich sehr geil. Okay. Ja, was soll ich sagen, ne? noch kann ich hoffen. Oh, Credits? Ich habe auch, guck mal, ich habe so wenig Credits bisher bekommen, ich habe noch nicht mal der Nita durch Credits freigeschaltet. Ja, das tut mir sehr leid für dich. Ja. Ich kann es wirklich, ich habe Poco. Oh. Weißt du, das ist jetzt für mich der erste Brawler seit, ich habe 4 seltene bisher. Ich habe nicht mehr bisher. Ja, ja. Das ist nicht normal. Also was heißt normal? Wir wissen ja nicht, was normal ist. Mich ist es nicht. Oh, du hast einen legendären. Mich ist es ja normal und jetzt hast du nur Luck gehabt. Okay, komm. Und? Oh. Ja. Oh, stark. Ich hab verschluckt. Max, einfach mal okay, mythischer Brawler. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ah. Leute, ich bin noch dabei. Bist noch dabei. Okay, komm. Ich will auf jeden Fall halt auch einen legendären mal kriegen. Es kann doch nicht sein, dass du die ganze Zeit hier so rein. Oh, mythisch? Ja. Ach, Mann. Let's go, Leute. Let's go. Ich hab mythisch? Aufgeholt. Ja. Mm, ich wollte gerade sagen, jetzt nicht direkt hier wieder den nächsten. Oh, ich brauch mythisch. Aber das Bitterste ist wirklich, wenn man einen legendären Drop bekommt und dann 1000 ist. Also, das ist wirklich bodenlos, muss ich wirklich sagen. Ja, das stimmt. Oh, ich hab der Nita freigeschaltet. Gibt also auch wieder einen Punkt, Leute. Ja. Ich hab's schon so oft auch einfach irgendwie einen Brawler gehabt aus so einem Drop und ich komme einfach um die Ecke und ziehe Powerpunkte. Übrigens, oh, legendär. Okay, mach. Und? Ja. Ach, ja. Mann. Ey, das ist aber richtig. Also, das müssen die vielleicht. Es soll ja in die Überraschung gehen, weißt du? Vielleicht halt auch so gesehen. Aber beim legendären, ich weiß nicht, soll zumindest. Übrigens, Geben, ja? Oh, lol. Oh, ich hab den Boxer. Durch Credits, glaube ich. Was wolltest du sagen? Ja, ich bin los. Man kann auch bei einem mythischen Stardrop 500 Credits ziehen. Lol. Das habe ich auf jeden Fall geschafft, auch in meinem Opening. Krass. Also wirklich 500 Credits auf einmal in einem einzigen mythischen Drop. Also das ist sehr heftig, Leute. Und ihr müsst überlegen, das ist komplett gratis, wie gesagt. Okay, Leute, weiter geht's. Und damit liege ich bisher weiterhin ziemlich deutlich hinten. Das Ding ist, ich will eigentlich... Bling hat sich nochmal. Ich habe eigentlich schon die Chance, wenn ich einen legendären ziehe und vielleicht ein paar Skins mache. Oh, mythisch! Jawohl! Ah, lol, Profilbild wichtig. War das. Wichtig, sehr gut. Oh, ach, das Ding ist, man kann es halt auch sehr gut in den Challenges oder so irgendwie einbauen. Wobei es halt schwierig, weil man braucht doch relativ lange. Oh! LOL! Warte, Max? Skin! Ah, lol, GT Max! Aber krass. Aber Punkte nehme ich mit, ne? Das ist jetzt eigentlich gar nicht. Oh, ja! Okay, mach du. Und? Ha! Ach, Digga, jetzt habe ich Pech! Ja, aber das Ding ist, ich hole es auf. Ich bin noch nicht raus, Leute. Ich bin noch nicht raus. Ihr habt gesehen, ich habe jetzt. Wenn ich jetzt einen legendären kriege, dann wäre ich drin wieder. Komm. Das wäre krass. Ja. Oh mein Gott. Okay, ich warte kurz auf dich. Okay. Oh mein Gott. Boah, ich habe Angst, dass du jetzt einen legendären hast. Mach mal so fünf bei dir. Und probier was zu ziehen. Ansonsten mache ich den auf. Ah, okay, nee. Okay. 3, 2, 1. Ah, Junge. Die kommen aber echt oft, die Münzen. Ich meine, 1000 Münzen ist schon auch nice. Aber das ist für mich eher was für so einen epischen Drop. Ja, es ist eher so enttäuschend, wenn man so einen legendären hat. Let's go, Leute, okay. Das wird jetzt sehr interessant werden, was wir noch alles kriegen werden. Denn ihr wisst, ich hab aufgeholt, oder? Bei mir lädt's gerade. Ah ja, jetzt. Okay. Jetzt geht's los. Ja, das Ding ist halt, ich habe halt gut aufgeholt, aber ich lieg immer noch hinten. Mhm. Und vor allem finde ich es interessant, wenn du jetzt überlegst. Oh mein Gott. Mythisch? Ja. Nee. Wenn du jetzt überlegst, ist die Belohnung von einem Jahr. Das bedeutet ja, dass du echt eine ganze. Oh. Mythisch? Ich hab auch mythisch. Und? Ach, Digga, ey. Oh, legendär. Und nochmal mythisch. Junge, ich habe nur 2000 Münzen mitgenommen. Was ich gerade sagen wollte, überlegt mal, wie viel Belohnung ihr dann in einem Jahr mitnehmen könnt. Klar, ihr müsst natürlich dafür auch jeden Tag spielen. Aber wenn ihr aktiv spielt, ist es ja wirklich drin. Und dann habt ihr genau. Eine Menge an extra Brawlern. Ihr habt viel mehr Credits, Powerpunkte und Münzen. Ja. Insgesamt 20% Belohnung mehr soll es ungefähr sein. Das ist schon halt echt geil. Und dann
einfach mal so ab und zu eine Legendär zu ziehen. Oh mein Gott. Oh, Mythisch! LOL! Yo, Alter, Hank! Das sieht krank aus. Junge, einfach mal Hank gezogen, Leute. Let's go. Ich brauche einen Legendären, sonst habe ich verloren. Ich brauche vielleicht sogar zwei. Boah, ich habe halt echt sau viele Brawler schon freigeschaltet, Jonas. Okay, es ist noch nicht vorbei. Wenn ich jetzt Oh mein Gott, Brock nochmal. LOL, Brock! Mhm. Ah, ich lieg noch hinten. Wenn ich jetzt irgendwie diesen einen Legendären kriege, dann habe ich die Chance. Aber das ist die Sache. Ich brauche halt diesen einen Legendären jetzt. Mhm. Das kann nicht sein, Leute. Ich brauche irgendwie jetzt einen legendären Drop und dann einen legendären Brawler. Oder vielleicht einen mythischen. Oder irgendwie ein paar Skins. Boah, ja. Also ein paar Skins. Oh, legendär nochmal. 3, 2, 1. Gönn, Digga. Ach, Mann, ey. Also ich muss sagen, das sollten sie, finde ich, noch anpassen. Dass man den legendären Drop sich so auf 1000 Münzen kriegt, oder? Ja, das finde ich auch. Ist schon enttäuschend ein bisschen, ja, aber... Ja, ja. Aber... Okay. Ich sag mal so, vielleicht ist es halt auch irgendwie gut, dass es halt nicht zu OP ist. Ja, aber dann, ich weiß nicht, dann soll der Drop... Oh mein Gott. Ah, Junge. Dann soll der Drop halt nicht legendär sein vielleicht auch, weißt du, weil es sind 50% der legendären Drops sind 1000 Münzen. Okay, Leute, let's go, weiter geht's mit den... Oh. Lol, mythisch, ah, schade. Mit den Drops, ich kann jetzt einfach nur noch hoffen, dass ich irgendwie... vielleicht zumindest immer was Gutes ziehe, aber ich muss ehrlich sagen, insgesamt bei mir war es nicht so nice und bei Lukas war es schon, oder du hast schon viel mehr gezogen, aber wir können da gleich mal vergleichen. Ja, also Credits, vor allem habe ich halt Crow gezogen. Also 500 Credits wären halt auch mal nice, aber ich krieg halt wirklich nur Kacke. Oder so ein, hast du auch, aber wir haben bisher auch keinen Skin gezogen, der krasser als selten ist, ne? Stimmt, ja. Das wäre halt auch, ich hab mal vorher zieht so ein legendärer Skin, geht nicht, aber episch geht ja wahrscheinlich. Ja, epischer Skin geht. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh. Ah, oh. Aber, ja, das ist trotzdem gut. Das ja, ist episch, stark. Das erste epische. Stark. Aber überleg mal, ihr zieht so einen krassen epischen Skin. Was ja zum Beispiel auch möglich wäre, ist Dr. Edgar. Stimmt. Oder Frozen Ember oder so. Stimmt, ja stimmt. Übel, übel kranke epische Skins. Okay. Leute, auf geht's. Nein. Schmutz. Nein. Ich hab Rosa bekommen aus dem epischen Drop. Lol, nicht schlecht. Wow. Oh, Blink hatte ich ja nochmal kurz. Stimmt, boah, sowieso auch Blink vergessen wir, ne? Da ja. Es vielleicht auch so passiv nochmal passt. Wobei es war nicht viel bisher. Ja, ist nicht ultra viel, aber ich meine, es summiert sich. Ja, ja. Und ey, ich hab. Wenn ich jetzt noch einen zweiten Legendär ziehe, stell dir das mal vor, das wäre komplett krank. Ja, also dann bin ich sauer. Dann also bist du sauer. Ich hab nicht mal einen mythischen gezogen bisher. Und ich weiß nicht, dann bin ich wirklich sauer, sag ich ehrlich. Mythisch! Ah, es tut mir sehr leid, Jonas. Ja, ich weiß, es tut mir extrem leid. Boah, ich träume heute von diesem Luftballon, der mir so ins Gesicht fliegt. Boah, schade. Noch mal mythisch. Mann, ich will noch einen legendären ziehen jetzt. Das kann ich. Ah, du bist schon durch. Let's go, Leute, auf geht's. Es sind nicht mehr viele Startups übrig. Ich meine, wir haben echt eine ganze Menge gezogen. Wirst am Ende mal vergleichen, was wir alles. Wie viele Skins hast du bekommen bisher? Oh, lol, Rico. Nice. Ich habe noch nicht so viele Skins bekommen, fast gar keinen, um ehrlich zu sein. Aber ich bin froh, ich habe viele Brawler gezogen. Ich meine, ich finde Brawler zu ziehen natürlich cooler als Skins jetzt noch. Oh. Ja! Oh! Schmutz! Nee, also langsam muss ich es ehrlich sagen, ich glaube, es wird schwierig. Ich habe jetzt so einen Skin, du hast sogar zwei Skins gezogen, oder? Ausreißer Grey noch einen. Boah, jetzt. Under der Nita vielleicht, weiß nicht. Nee, Leute, ich sag ehrlich, wenn jetzt nicht noch ein Legendärer kommt... Oh, mythisch? Ah, nee. Let's go, Leute, Legendär! Oh, 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 oh. Junge, wie lange lädt das denn? Okay, ach, Mann. Also, ihr müsst wissen, diese Ladezeiten sind natürlich nicht normal. Oh, oh mein Gott. Nochmal Legendär. Ha! Digga, Herz Shelly. Immer ein epischer Pin. Das Ding ist, in Deathbuild hängt immer der erste Stardrop so ein bisschen, also nicht wundern. Das heißt, es ist natürlich ein normales Spiel dann nicht. Genau. Oha! Lol, Bull nochmal. Ich hab 7 seltene Brawler, Alter. 7. Das ist wirklich nicht nice. Und noch ein Spieler-Icon habe ich auch gezogen, ne? Stimmt, das ist eigentlich auch nice. Ihr könnt ja wirklich alles ziehen. Spieler-Icons, Grays, Pins, also alles, was es im Spiel gibt, könnt ihr eigentlich ziehen. Ja, ja. Müsst ihr überlegen, das ist schon krass eigentlich. Alles, was es gibt, außer die legendären und mythischen Skins. Stimmt, die kann man nicht so. Zum Glück kann man halt legendäre Brawler ziehen vor allem. Ja, das ist eigentlich das Wichtigste. Das wäre echt schade gewesen. Wenn die rausgenommen hätten, wäre das sehr schade gewesen. Aber so ist eh geil. Also, ja, das ist nicht so schlimm, dass ich den also, Leute, man muss da überlegen, also das, was wir gerade machen, das ist im richtigen Spiel nicht möglich. Ne? Das ist schon möglich, aber halt innerhalb von einem Jahr. Ja. Eröffnen. Aber ja, das muss man ja dazu sagen. Das ist ja das Krasse. Das ist ja wirklich die Belohnung, die wir heute kriegen, sind die, die in einem Jahr bekommt. Leute, es sind die letzten 100 Stardrops jetzt. Ja, also, Mann. Wenn ich jetzt aufholen will, dann muss ich jetzt... Oh, du hast einen legendären Drop. Also ich sag's noch so, noch ein legendärer Drop, da kommt so eine Kacke raus, ist es halt echt. Ja, klar. Oh, Mann. Aber insgesamt, wir müssen am Ende wirklich mal den Vergleich ziehen.
zum einen, wenn er gezogen hat, und zum anderen, was wir insgesamt gezogen haben. Denn wir dürfen nicht vergessen, es ist ein Jahr Account. Halt jeder ein halbes Jahr umgerechnet, ne? Also so gesehen. Es wird ja, normalerweise wäre so ein Opening ja irgendwie, dass man denkt, wir geben da jetzt 3000 Euro oder so aus. Aber nein, das ist halt nicht Free-to-Play, was man in einem Jahr bekommt. Stimmt. Und das ist halt wirklich krass. Ja, es ist nur eine Zeitreise, die wir gerade machen, ein bisschen. Ja, aber trotzdem. Oh, also, Kreuz? Das ist krass. Ich meine, wenn ihr überlegt, man kriegt da schon so einen Brawler oder Skin dann fast eine Woche gefühlt, oder zwei Wochen vielleicht. Ja. Also auch eine Menge Pins, Credits, alles Mögliche. Also wenn man aktiv spielt, lohnt sich das mega. Let's go, Leute. Die letzten Startups, wenn ich jetzt... Ah, der Boxer. Ist es Skin? Oh! Oh lol, der Atomboxer! Krass! Voll gut, so ist es, ist glaube ich, ein seltener Skin leider. Ja. Das ist leider, aber der Skin ist sogar ziemlich nice, muss ich nicht sagen. Ja, mit dem Raucheffekt und so. Dass man den kostenlos bekommt. Gut, der war früher ein Star-Punkte-Skin, also der hat eigentlich jeder kostenlos. Was ich eigentlich sagen wollte, wir haben bisher noch keinen epischen oder super seltenen Skin gezogen. Also die scheint echt sehr, sehr krass selten zu sein. Ja. Und was ich noch krasser finde, ist, dass ich nicht mal einen mythischen gezogen hat und Lukas einen legendären bisher hatte. Ja. Wir werden dann am Ende nochmal gleich vergleichen, was wir so alles gezogen haben, aber... Ich befürchte, dass das. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass irgendwas. Ja, ich habe nichts mehr. Okay, komm, die letzten Drops. Oh. Das ist, also dann. Da bin ich halt echt unschlüssig. Okay. Ah, nee, okay. Wir sehen hier einen Vergleich: 11, ein mythischer, was hast du so? 14 und ein legendär. Yo, du hast 4 epische, ein. Oh mein Gott. Okay, schreibt gerne eure Meinung zu den Drops in die Kommentare. Das war ungefähr ein Jahr, was wir geöffnet haben. Ja, Mann. Das ist schon sehr viel. On top zum Brawl Pass. Will man das gerne ein Abo da für weitere Brawl Pass Videos und auch zum Update, wenn ihr nichts verpassen wollt, schaut bei Lukas vorbei und hier unten ist noch der Abspann verlinkt mit der kompletten Zusammenfassung zum Brawl Talk und noch einem weiteren Video, was sehr interessant ist. Haut rein, ciao. Ciao, ciao.